Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich darf ich Sie begrüßen zu unserer dritten Vorlesung zum Thema Heilungsgeschichten im Neuen Testament. Dass wir dieses Thema wählen, ist nicht zufällig, sondern die Botschaft von Gott, wie Jesus sie uns bringen wollte, hat eine heilende Macht, weil sie Angst überwindet. Durch Menschlichkeit, durch Geduld und durch Verstehen. Eigentlich der gesamte große Bereich der Psychosomatik, wie wir ihn heute nennen, wird von der Religion durch ein tieferes Vertrauen angegangen und aufbereitet. Wenn ich so spreche, löst sie das ein wenig heraus von der Übererwartung. Jesus kommt als der Sohn Gottes und er ist allmächtig und er kann Wunder wirken überall, wo er will. Wir sagten letzte Stunde schon, die noch ein bisschen zu lang war, aber Sie haben die sicher so geteilt, dass es passabel für sie wurde, dass das Markus-Evangelium, dem wir weitgehend in den Wundererzählungen folgen, selber betont, Kapitel 6, dass es ganze Orte gibt in Galiläa, in denen Jesus keine Wunder wirken kann, weil er keinen Glauben findet. Deutlicher kann man nicht sagen. Jesus ist von Gott, weil er ein Vertrauen schenken könnte. Und selbst das gelingt Jesus aus Nazareth nicht überall. Nicht, weil die Menschen böse sind, sondern weil es im Moment nicht geht. Buchstäblich geht er dann weiter und probiert es bei denen, wo es geht. Aber aufs Wesentliche ist die Botschaft von Gott eine heilende. Sie löst uns aus Ängsten, die wir sonst nicht loswerden könnten. Sie geht zu den Menschen, um sie bei der Hand zu nehmen und zu sich selber zu führen. Und dem muss man nachgehen, denn es steht im Zentrum all dessen, was Jesus tut und versucht. Die Botschaft Jesu ist genau genommen eine therapeutische, eine seelenheilende, eine erlösende. Und seit Kindertagen nennen wir deshalb Jesus den Heiland, jemand, der heil machen kann, was verletzt ist, was schmerzhaft ist, was am Boden liegt. Dann gibt es natürlich unendliche Formen, in denen Menschen leiden können. Und all denen könnte man nachgehen, auch an all den Stellen, die im Neuen Testament keine Erzählung finden. Letzte Stunde haben Sie noch gehört, dass es zwei Formen gibt, in denen Geschichten dieser Art erzählt werden. Bei der Heilung des Gelähmten im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums in der vergangenen Stunde hatten wir die Geschichte von jemandem, der in einem Paradigma, in einer Beispielserzählung seine Heilung als Angebot für uns verewigt bekommt. Man kann entscheidend Menschen aus ihrer Lähmung befreien durch Vergebung. Nachlaufende für die Schuld, die begangen wurde, Vorlaufende vor der Angst, schuldig werden zu können. Jesus bringt eine Güte in die Welt im Namen eines Gottes, der vergibt, bedingungslos, absolut, ganz. Und das kann gegen alle Widerstände, gegen alle inneren Zwänge Vertrauen schenken, dass wir leben dürften, als fehlbare Menschen, als Lebewesen, die niemals alles richtig machen, aber die auch den Zwang vermeiden können, in der Richtigkeit zu Gericht zu sitzen und andere hinzurichten, zu urteilen, zu kämpfen, dagegen zu sein. Es kommt eine Güte in die Welt, die aufrichtet, statt hinzurichten. Das ist Jesus. In der letzten Stunde war das so. Heute haben wir eine andere Erzählform, die man in der Formgeschichte bei Dibelius vor 100 Jahren als Novelle bezeichnet hat. Das ist für die Leute, die aus dem Deutschunterricht noch eine gute Erinnerung haben. Eine Erzählung, die etwas Besonderes berichtet, geradlinig auf einen Höhepunkt hinführt und dann steil abbricht mit einer Lösung. Und genau das erleben Sie heute Morgen. Im achten Kapitel im Markus-Evangelium steht das, die Heilung eines Blinden. Ein Problem haben wir bei all diesen Erzählungen. Wir verstehen sie nur, wenn wir die Symptomatik der Krankheit als eine Möglichkeit in unserem eigenen Leben selber schon erfahren haben oder uns vorstellen können. Verstehen bedeutet, dass wir uns selber einbeziehen in das, was wir verstehen wollen. Es geht nie ohne uns. Es ist ein Vorgang auch der Identifizierung. Was da geschieht, ist mein Geschehen. Könnte wenigstens so sein, ist schon so gewesen.
Das ist nicht die Subjektivierung des Verstehens, es ist das Einbegreifen unserer selbst als Subjekt beim Verstehen. Und ohne diesen Vorgang kommen wir nicht aus. Noch ehe ich die Geschichte Ihnen vorlese, im 8. Kapitel des Markus-Evangeliums, würde ich im gemeinsamen Gespräch, das leider hier nicht möglich ist, in einer Schulstunde, simpel fragen, was kann für Sie alles Blindheit bedeuten? Da kämen Sie augenblicklich auf eine Menge von Themen. Ich reize diese Frage an, Sie denken selber drüber nach, und jetzt lese ich Ihnen die Geschichte vor, wie Markus sie erzählt. Und dann kommen wir vom Ausgang Ihrer Selbstdiagnose gewissermaßen von alleine in die Geschichte hinein. Was kann man tun, wenn es so wäre? Eines muss ich noch dabei sagen, die Übersetzungen, die Sie vorliegen haben, glätten das Griechisch, das Markus überliefert, ins Hochdeutsche. Korrigieren Sie einen Abituraufsatz. Die Erzählform im Deutschen ist in aller Regel das Imperfekt. Also steht bei Ihnen und Sie kamen nach sowieso. Es wird so aber nicht erzählt. Markus im Griechischen wechselt ständig zwischen Gegenwart, Präsens also und Vergangenheit. Das kann das Imperfekt sein, der Aorist, es fängt eine Bewegung an. Das kann das Perfekt sein, eine Handlung ist zu Ende. Diese Unterschiede sind im Griechischen gegenwärtig und müssen so erzählt werden. Der erste Satz jetzt ist Präsens, Gegenwart. Eine Aufforderung, dabei zu sein, mitzugehen. Das ist nicht vergangen, das führt sich gerade jetzt auf, wo wir es lesen. Ich verstehe das nicht, wie Kommissionen sitzen jahrelang, ökumenisch, philologisch und haben nicht nötig, mal die Bibel so zu übersetzen, wie sie dasteht. Wie jeder im Schulunterricht, wenn er Griechisch lernt, übersetzen müsste, weil es korrekt ist. Präsens ist nicht imperfekt. Ich versuche es so genau zu machen, als es geht. Nicht, weil ich eine Garantie oder eine Domäne hätte auf das Richtige, aber um Ihnen das Verständnis ein Stück zu erleichtern. Eine kurze Geschichte, die es in sich hat, weil sie ein ganzes Leben berührt. Und Sie kommen nach Bethsaida. Das ist so viel wie ein Ort der Güte, wenn Sie so wollen. Und Sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nimmt die Hand des Blinden und geht mit ihm hinaus, heraus aus dem Ort. Ich mache immer wieder Pause, weil jede dieser Bewegungen noch durchgegangen werden muss zum Nachdenken. Und er spuckt auf seine Augen. Nachdem er die Hände auf ihn gelegt hat, fragte er ihn, ob du etwas siehst. Und aufschauend sagte er, ich sehe Menschen, denn wie Bäume umherwandelnde sehe ich. Da wiederum legte er ihm die Hände auf die Augen. Da schaute er hindurch und sah ganz genau ins Weite alles. Da gebot er ihm, nach Hause zu gehen und sagte, bloß nicht ins Dorf hinein. Gehst du, so die Erzählung. Was wir damit machen können, ist der Ausgang von Ihrem eigenen Erfahrungsraum. Blindheit ist ein Zustand, der endgültig ist, der total ist. Aber wir nähern uns ihm an mit kleinen Momenten, bei denen wir buchstäblich die Augen schließen, weil wir es gar nicht sehen wollen. Und wir sind schon auf der Spur des Problems. Blindheit kann bedeuten eine Schutzmechanik vor Unzumutbarem, Ekligem,
Abscheulichen, was wir nicht sehen wollen, nicht sehen können, nicht vertragen. Augen zu und durch sozusagen. Eine Reflexreaktion, der wir jederzeit folgen. Es muss nur ein kleines Insekt an unseren Augen vorbeihuschen, dann ist der Automatismus, dieses Insekt soll nicht wirklich in unser Auge fliegen. Deshalb haben wir die Augenlider. Ein großer Vorteil. Manche Reptilien haben sowas nicht. Nicht einmal bei einem Sandsturm. Die Augenlider sind sehr vorteilhaft, aber wenn wir sie schließen, schützen sie uns, aber wir können nicht mehr sehen. Das ist im Moment. Das Insekt ist weg, wir haben die Augen wieder offen. Nichts ist passiert, sondern Schaden vermieden worden. Wenn wir aber denken, es gibt seelisch Gründe, ganze Teile der Wirklichkeit auszublenden, nicht mehr sehen zu wollen, sich abzuwenden, die Augen zuzumachen, ich ertrage das nicht, ich will das nicht sehen, dann ist Ihnen deutlich, dass die Sehfeldaussparung, die Verengung, die Erblindung partiell um sich greifen kann. Und der Hintergrund ist Angst. So verstehen Sie den Zusammenhang. Heilung durch Vertrauen. Kümmern wir uns um die Ängste. Eine Angst können wir haben, die ist uralt und hat uns begleitet seit Kindertagen. Sie ist so wichtig, dass sie in die gesamte Formung unserer Persönlichkeit Eingang gefunden hat. Sie macht das aus, was wir Person nennen. Sigmund Freud hat da den Begriff der Verdrängung für gewählt. Andere Psychoanalytiker im Verein mit ihm haben später abgeleitet den Begriff der Gehemmtheit. Gemeint ist simpel, dass es in uns Wünsche gibt, in Kleinkindtagen schon, Bedürfnisse, die wir anmelden, durchsetzen möchten, die aber irgendwann von den Eltern unter Strafe gestellt werden. Die einzige wirksame Strafe ist, ein Kind merkt, Mutti hat es nicht mehr gerne, wenn es auf diesen Forderungen besteht. Es kann weinen, schreien, strampeln, Mutter hat das nicht mehr gerne. Das ist eine Strafe, die das Kind dahin bringt. Ja, was jetzt? Es ist im Alter von wenigen Monaten, von 1, 2 Jahren, nicht imstande, bewusst eine Entscheidung zu treffen gegen seine Bedürfnisse. Es will aber die Liebe seiner Mutter auch nicht verlieren. Also unterliegt es einem Mechanismus. Das sind Wünsche, die werden mir gefährlich, indem ich dann sehr alleine bin. Mutti bleibt nicht mehr bei mir, wenn ich so weitermache. Also ist es besser, ich habe diese Wünsche überhaupt nicht. Ich nehme sie nicht wahr. Es gibt sie nicht mehr für mich. Das ist eine Blindheit, die seelisch sich einschleicht, sich durchsetzt, als Verdrängung. Mit Verdrängung ist gemeint, ganze Teile in der eigenen Psyche werden nicht mehr wahrgenommen. Die Folge ist Gehemmtheit. Man kann das, was man gerade noch wollte, nicht mehr weiter wünschen, nicht mehr durchsetzen. Man ist eingeschränkt in seine Wunschwelt, in seinen eigenen Aktionen. Ein ganzer Bereich der Wirklichkeit kommt buchstäblich nicht mehr in Frage. Das alles läuft jetzt unbewusst ab. Man weiß nicht, dass das so ist später. In jede psychotherapeutische, seelsorgliche Gesprächsstunde kommen Menschen, die unter diesen Vorgängen seit Kindertagen leiden. Sie wissen nicht, dass das so ist. Langsam erst durch Zuwendung und in Vertrauen, indem man einen solchen Menschen, wie es hier gesagt wird, bei der Hand nimmt und herausführt, ist es möglich, diese alte Welt, die immer noch weiterwirkt, langsam aufzuklären, langsam Licht ins Dunkel zu werfen. Das geht nicht ohne Widerstände. Die alten Ängste melden sich neu zu Wort, melden sich als Behandlungswiderstände. Und wieder kann man sie nur überwinden durch Geduld, durch Güte, durch Verstehen und Vertrauen. Denken wir uns diesen Hintergrund als den Weg, den Jesus geht mit diesen Blinden. Dann natürlich können wir dies, was als Novelle uns erzählt wird, als Beispiel für das eigene Vorgehen lesen. Ich muss dabei noch eines sagen, die Warnung am Eingang eben, auch Jesus kann nicht alles heilen, sollte uns ein Stück auf den Weg gehen lassen. Wenn wir von uns erwarten, wir sind die Leute, die es können, wir sind wirkliche Christen, wir folgen Jesus nach, wir können heilen. So wie das manchmal gesagt wird bei Fundamentalisten in ihrer Verkündigung. Und im Namen Gottes sage ich, heil. Wird es nicht heil,
sondern wir überfordern uns selber und die Menschen. Es ist möglich, durch eine Art Massensuggestion vieles im Moment wegzupredigen oder zu drücken. Aber die Blindheit wird ja nicht behoben dabei, sie wird im Gegenteil in gewisser Weise verstärkt. Wir werden keine anderen Menschen dadurch, indem wir die Augen jetzt richtig zukneifen und gar nichts mehr sehen wollen, außer unsere eigene Wunschwelt. Und die schreiben wir dann Gott zu. Es geht nur langsam, in Vertrauen, in Güte und Geduld. Und es kostet Arbeit. Und wir sehen nicht unmittelbar, dass es zum Erfolg führt. Wir selber brauchen ein Vertrauen in die Hand, dass wir geführt werden von Gott. Wir haben es nicht in der Hand. Wir können den anderen bei der Hand nehmen. Und wir müssen dann den Vorgang, der hier geschildert wird, natürlich Zug um Zug mitgehen und nachgehen. Sprechen wir über andere Möglichkeiten, der Seefeld-Einschnürung oder Verengung. Wenn wir uns selber überfordern, leiden wir an dem, was man stressbedingt bis in die Depression hinein verfolgen kann. Neurologisch können wir den Vorgang heute eindeutig psychodynamisch, psychosomatisch nachzeichnen. Dauerstress führt dahin, dass Menschen depressiv werden. Es werden die Ausschüttung der entsprechenden Hormone, der entsprechenden Stoffe im Gehirn, der Botenstoffe, so unterbunden, dass zum Beispiel Dopamin, Serotonin nicht mehr in der Menge nachgeliefert wird, dass Glücksgefühle entstehen könnten. Es setzt sich sogar im Kopfe fest, im Gehirn fest, in den Leitungen zwischen den Neuronen. Etabliert sich ein Zustand, der Krankheitswert bekommen kann. Wir erleben das subjektiv als Müdigkeit, als Erschöpfung, als Burnout, ein eigenes Syndrom schon wieder. Alles, was uns berührt, mündet in einer Überlastung. Wir wollen Ruhe haben, aber wir sind nicht gewöhnt, sie selber uns zu geben. Wir wissen, dass das längst der Fall wäre, aber nein, wir sind pflichtbewusst. Wir sitzen im Büro und arbeiten weiter. Es ist ja der ganze Stapel. Wie soll man das machen? Man ist beim Finanzamt und stapelt sich immer mehr. Man ist im Sozialamt und es wird immer mehr. Wie werden wir fertig mit den Leuten, die Asyl suchen? Lauter arme Leute, die nicht wissen, wohin. Das müssen wir bearbeiten. Ja, jetzt kommt die Politik und sagt, alles abschieben. Ja, aber so geht es doch auch nicht. Wir gehen mit lebendigen Menschen um. Die darf man eigentlich gar nicht abschieben. Was macht man, wenn die Bedingungen der Berufstätigkeit bis in die Seele greifen? Wenn man dauernd Dinge tun soll, die man gar nicht tun kann. Im Kopf etwas denken muss, das sich gegen jedes menschliche Gefühl richtet. Aber es ist die Verordnung. Und ein ordentlicher Beamter muss tun, was ihm angetragen wird. Das ist er ja Beamter. Staatsdiener. In solchen Spannungen wird man es schwer aushalten. Und die Folge kann dann sein, dass man einfach augendurch weitermacht und dadurch sich wühlt. Dann darf man nicht mehr gucken, was dabei herumkommt. Man hat die Arbeit erledigt. Aber es schädigt einen selber. Man wird endlos müde, resigniert, erschöpft, verwundbar. Nehmen wir an, wir hätten jetzt einen solchen depressiven Zustand. Hat das was mit Blindheit zu tun? Unbedingt, das kennen Sie selber. Und jetzt ist es Ihnen ohne weitere Erklärung greifbar. Jeden Abend, selbst wenn das Fernsehen spannend ist, können Sie dabei einschlafen, weil Sie müde sind. Die Augen schließen sich von selber. Sie wollen sogar vielleicht noch sehen, was da läuft auf der Mattscheibe, aber Sie können es nicht mehr. Die Müdigkeit ist stärker. Das machen auch unsere Hormone. Das lässt sich auch neurologisch zeigen, wie das funktioniert. Es gibt rund um die Uhr zirkadian einen Rhythmus, in dem Melatonin ausgeschüttet wird, in dem Müdigkeit uns heimsucht. Ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir, Gott sei Dank, muss man sagen. Eine Anordnung der Natur, jetzt ist es dran, sich zu erholen, Punkt. Und wenn du es nicht willst, wenn du dagegen ankämpfst, wenn du unbedingt noch sehen willst, was du vielleicht gar nicht sehen musst, nötigt die Natur dir den Zustand der Erholsamkeit von selber auf. Ich habe es einmal erlebt, wie das wirken kann. Ich musste nachts immer wieder hin und her fahren. Es war morgens um 2 und ich war wirklich hundemüde, aber ich wollte noch nach Hause kommen. Es war ja noch erreichbar, es waren nur noch 70 Kilometer. Die wollte ich schaffen. Wie
Ermüdung wirkt, habe ich da erlebt, Gott sei Dank noch früh genug. Bei der Durchfahrt durch eine Stadt war ich plötzlich dabei, auszuweichen. Der Grund war, ich fuhr zu auf einen Fußgängerüberweg und sah die Streifen auf der Straße, wie hochgestellt als Lattenzaun. Rechts weg war die Augenblicksreaktion. Dann merkte ich gerade noch, was passiert. Ich habe niemanden gefährdet, auch mich selber nicht, aber ich habe Glück gehabt. Ich wusste, so geht es nicht weiter. Was ich erklären möchte, ist, dass Müdigkeit zum Augenschließen führen kann beim Schlaf. Auch das ist gefährlich. Kurzschlaf hinterm LKW kann eine Katastrophe bilden. Es zeigt sich im Vorfeld dabei etwas, auf das Sie beim Autofahren auch achten müssen. Müdigkeit verengt das Sehfeld in die Tiefe der Wahrnehmung. Die Dreidimensionalität der Wahrnehmung, die uns möglich ist als Menschen, bricht plötzlich ab und wird zweidimensional. Unser Gehirn nimmt nicht mehr dreidimensional in die Tiefe wahr, sodass Bewegung nach vorne noch möglich wäre, sondern lässt uns buchstäblich vor die Wand fahren. Mein lieber Freund, es soll jetzt nicht weitergehen, es kann nicht mehr weitergehen, hier ist Schluss, sagt unser Gehirn, indem es die optisch völlig korrekte Wahrnehmung auf dieser Weise interpretiert. Mach Schluss, denn hier ist Schluss. Deutlicher kann es einem nicht gesagt werden. Wenn man es dann noch nicht begreift, wird es wirklich gefährlich. Die Natur ist vernünftig übrigens mit der Dreidimensionalität. Natürlich fragen sich Biologen, wie wir das gelernt haben. Andere Lebewesen in der neuen Welt, die auch zu den Primaten gehören, haben diese Fähigkeit nicht unbedingt gelernt. Man meint, es sei von Vorteil gewesen, von Ferne schon herauszufinden, welche Früchte so gefärbt sind, dass sie reif genug sind, um gegessen zu werden. Farbwahrnehmung wäre so entstanden. Und dass man als Schwunghandkletterer im Urwald von den Eichhörnchen beginnt, den Dubaiden bis dann zu den Primaten, darauf angewiesen ist, dreidimensional zu sehen, ist klar. Ein einziger Fehlgriff in den Zweigen könnte schwere Verletzungen zur Folge haben. Uns als Menschen ist schon vorgegeben, seit vielen Millionen Jahren, dass wir dreidimensional sehen können, um uns auf den Bäumen zu orientieren. Aber nur, wenn wir wach bleiben. Nur, wenn wir nicht völlig erschöpft sind. Nur, wenn wir nicht vor Müdigkeit dabei sind, einzuschlafen. Was machen wir mit ihm hier? Wir könnten denken, eine Form der Blindheit besteht in einem Leben, das keine Zukunft mehr hat. Man klebt an der Wand, man weiß nicht mehr weiter. Das werden die Menschen uns auch sagen. Was soll ich denn machen? Ich bin am Ende. Ich habe keine Lösung. Ich habe schon Albträume. Ich hänge an der Wand und es glitscht am Rande der Mauer immer weiter in die Tiefe. Ich habe keinen Halt mehr. Ich weiß nicht wohin. Was soll ich denn machen? So hören Sie übersetzt Blinde klagen. Andere sagen, es ist alles dunkel vor mir. Ich sitze in einem Zug, der rasend in einen Tunnel fährt und ich weiß, der Tunnel ist wie eine Einbahnstraße. Der Zug fährt vor die Wand. Aber ich komme nicht aus dem Zug heraus. Was soll ich denn machen? All das sind Formen, in denen man Blindheit beschreiben kann. Ausweglosigkeit, Rettungslosigkeit, Verzweiflung, Dunkelheit, Umnachtung, Seelenumdüsterung. Das alles sind Vorgänge, die sich optisch anmelden, aber seelisch bedingt sind, wie Sie merken. Und eines wird jetzt wichtig, die Beschreibung der seelischen Zustände verlegt sich in Beschreibungen der Außenwelt. Alles, was Sie da hören, ist symbolisch zu verstehen. Alles wird dunkel, ist ein Symbol für das, was sich seelisch abspielt. Ich habe keine Aussicht mehr, ganz wörtlich, ist ein Symbol für die Wahrnehmung, die wir innerlich in die Interpretation der Wirklichkeit hineinschieben. Und dann können wir sagen, die Blindheit selber ist ein Krankheitssymptom, das wir am besten verstehen, wenn wir die als eine symbolische Ersatzsprache der Seele interpretieren und deuten. Klingt ein bisschen kompliziert, aber Sie werden verstehen, was ich meine. Die Krankheit als Symptom will gelesen werden als eine Ersatzsprache seelischer Zustände, die von innen her, im Moment jedenfalls, keine Antwort haben. Die aus lauter Angst sich so verengen, in sich selber verkrampfen, dass man nicht weiterkommen kann.
Die Symptomatik des Körpergeschehens müssten wir interpretieren als eine symbolische Sprache der Seele, die ringt um Hilfe. Und wir können darauf nur antworten, wenn wir, wie Dichter es tun, die Symbolik aufgreifen und die Sprache begreifen. Auch das hat Sigmund Freud vor über 100 Jahren klar gesehen. Die körperliche Symptomatik, bei Neurotikern, davon sprach er, ist die Ersatzsprache der Seele. Wir verstehen sie, wenn wir die Symbole nehmen und mit uns reden lassen. Im Traum zum Beispiel, in bildhafter Übertragung. Sie hören jetzt etwas ganz Merkwürdiges. Ich konnte eben literarkritisch simpel sagen, wir haben eine Erzählung vor uns, die gattungsgeschichtlich als Novelle im Unterschied zum Paradigma erzählt wird. Ist gut für jeden Deutschunterricht, für jeden Griechisch oder auch dann jetzt Religionsunterricht. Aber das Wichtigste ist, Sie verstehen, der Umgang mit Menschen, wenn es heilend wird, ist im Grunde eine Sensibilität, die Bilder, die im Herzen von Menschen angeboten werden, so zu verstehen, dass sie wie Kirchenfenster Licht von draußen ins Dunkel hineintragen. Es sind wirkliche Bilder, in denen wir den anderen zu sehen vermögen. Und das ist die Fähigkeit der Träumenden, der Dichter, der Poeten. Kommt von griechisch Poein, von Tun, von Gestaltern, die im seelischen Raum entlang der Bilder etwas ganz Neues schaffen. Eine Wahrnehmung beschwören, die heilsam wird, weil Menschen sich darin verstanden fühlen. Wir reden von ärztlichem Tun. Und ich darf noch kurz erwähnen, was gewonnen würde und wäre, wenn wir unsere naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, wie viele Krankheitsformen psychosomatisch bedingt sind, dahin nutzen würden, dass wir uns kümmern um die Seele, um die Bildersprache, die in Symptomen sich ausdrückt. Wenn das unser Gesundheitswesen begreifen würde, hätten wir vollkommen eine andere Politik. Wir würden nicht mehr zusammenlegen, Kliniken abschaffen, private Kliniken und Ärzte, Niedergelassene einschleifen, weil wir ja digitalisieren, weil wir von ferne her schon die Diagnose kriegen, weil wir immer unmenschlicher, weniger Menschen haben, aber immer mehr Geräte. Wir würden uns kümmern um die Seele von Einzelnen. Denen ist nur zu helfen durch Menschlichkeit, indem Menschen sich ihnen anschließen. Hier jetzt tun das Leute in unserer Geschichte. In Bethsaida bringen die Leute im Dorf den Kranken zu Jesus. Und worum sie bitten, ist ein erstaunliches. So wird nicht immer gesprochen. Man könnte denken, der Text geht unvermittelt weiter, er soll ihn sehend machen, ihn heilen wenigstens. Aber Markus erzählt das genauer, so wie er mit seinen Erzählungsgeschichten derjenige unter den Evangelisten ist, der am meisten Interesse aufbringt für das Krankheitsgeschehen, für die Art, wie es geheilt wird, für die Genauigkeit, mit der er einfühlsam erzählt, was Menschen erleben, um ins Leben zu können. Hier jetzt wollen die Leute in Bethsaida, dass Jesus den Blinden berührt. Steht da griechisch wörtlich. Und wie übersetzen sie es sich? Was würde ihnen helfen, wenn ihre Seele sich verschattet, wenn sie sich seelenumdüstert fühlen, wenn sie keine Aussicht hätten, wenn sie wie gelähmt die letzte Stunde da liegen und nicht weiter wissen, gar nicht mehr hochkommen, wenn alles keinen Sinn mehr hat, wenn es keine Perspektive mehr gibt, eigentlich keine Zukunft, es ist alles verschattet, versperrt, erdrückend in Müdigkeit, Überbelastung. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich werde nicht mehr, wäre das Gefühl. Und jetzt berühren. Es kommt oder soll jemand zu ihnen kommen, der sie anrührt, der sie berührt. Das sagen manchmal Leute beim Lesen eines Buches, eines Textes oder beim Sprechen. Das rührt mich sehr an, das greift mir ans Herz. Ich bin davon ergriffen. Und das bedeutet doch mindestens so viel, wie ich fühle mich wenigstens nicht mehr ganz allein. Das ist wie bei einem Kind, es ist getröstet, wenn die Mutter endlich wieder da ist. Es weiß, sie hat die Mutter mit dem, es hat die Mutter mit dem Plärren und dem Klagen nicht vertrieben.
Mutti ist wieder lieb sozusagen. Das ist der Trost für ein Kind, das sich selber gar nicht helfen kann, ist allein die Gegenwart der Mutter. Der wichtigste Trost, der Schutz, der Umraum von Vertrauen. Es rührt mich an, heißt, ich überwinde das Gefühl vollkommener Isolation, verliere Verlassenheit, verliere Einsamkeit. Es ist doch möglich, dass man mich versteht. Das ist die Berührung. Und so machen wir es auch. Wenn wir einander lieb haben, nehmen wir einander in den Arm, geben einander die Hand, möchten Kontakt. Auch physisch ist das nötig, damit es unsere Seele ergreift. Aber gemeint ist es eigentlich umgekehrt. Was die Seele anrührt, wirkt auf den Körper. Ob die Leute darüber lange nachgedacht haben, mag dahingestellt sein. Wir müssen und wir dürfen es so verstehen. Nur noch einen Schritt weiter. Die Leute tragen, steht hier, bringen den Blinden zu Jesus. Und wir könnten denken, das sind doch wohlmeinende Leute, das ist doch soziale Verantwortung. Da ist jemand hilflos und sie sind bereit, ihm zu helfen. Ohne weiteres stimmt das. Und es ist wunderbar, solche Momente gibt es den Menschen auch. Sie sehen, aber sie sehen nicht durch. Sie sind in einer fremden Stadt, sie sehen alle möglichen Häuser, alle möglichen Straßenschilder, aber sie wissen nicht, wo sie hin sich orientieren sollen. Sie müssen fragen. Und der Erstbeste, den Sie fragen, er kann sogar in Eile sein, wird stehen bleiben und Ihnen sagen, wo es weitergeht, wenn er es denn weiß. Manchmal erleben Sie, dass die anderen so freundlich sind, irgendwas zu sagen, nur damit sie beruhigt werden. Dann laufen Sie in die Irre. Auch das kann Freundlichkeit mitunter anriechen, aber ohne komisch zu werden. Hilfsbereitschaft bei Menschen, die nicht weiter wissen, gehört zu uns Menschen. Sie fragen und sie bekommen Antwort, weil jeder sofort begreift, das kann ihm doch genauso gehen. Der andere ist fremd, wir sind hier zu Hause, also helfen wir einander. Tragen einen Blinden dahin, wo ihm Hilfe wird, wo er ankommt am Ziel, auf das er sich hinbewegt. Das machen hier die Leute, das ist ihnen nicht abzusprechen, das muss man ihnen sehr, sehr zugutehalten. Ganz ohne Misstrauen bin ich aber auch nicht. Was machen Sie mit jemandem, der sich selber nicht mehr helfen kann, der Sie mit Ihrer Hilfsbereitschaft von früh bis spät in Anspruch nimmt? Das wird sehr schnell zu viel. Mal jemandem sagen, wie es weitergeht, kann man schnell erledigen. Tut man deshalb sogar gern. Man hat ein gutes Gefühl dabei, jemandem zu helfen. Aber man ist auch rasch wieder davon ab, wenn sich das hinzieht, wenn man überhaupt weiß, dass das gar nicht besser werden kann. Wenn es anfängt, lästig zu werden, erdrückend zu werden, wenn die Blindheit des anderen beginnt, einem selber durch Überforderung, durch Burnout, durch all das, wovon wir gesprochen haben, die Augen so zu vernebeln, dass sie keine Helligkeit mehr sehen. Was dann? Ich denke, so fühlen diese Leute hier. Wir können das heute sogar ins Soziale schieben. Alleine die Kosten für die Pflege einer Person, die uns nahesteht, kann uns überfordern. Und was dann? Wir hätten sparen müssen, konnten wir aber nicht. Wir hatten überhaupt kein Geld für Rücklagen. Jetzt sind wir wirklich am Ende, rein sozial. In einem Sozialstaat wie Deutschland, wo wir 100 Milliarden für Waffen haben, aber tja, zum Töten von Menschen allemal, zum Helfen von Menschen, die nicht weiter wissen. Eine Lawine, die gerade auf uns zukommt. Eine neue schwarze Wand, die immer näher uns in die Häuser gedrückt wird. Altersarmut. Ein Dauerthema. Sollen die Leute freudig in die Zukunft lachen? Sie haben es geschafft. Nur die oberen 10.000 können das. Alle darunter, das sind 15 Millionen Bürgergeld, wie es heute heißt, Empfänger, haben überhaupt keine Aussicht für ihr Alter. Muss man das erwähnen? Ich will nur sagen, dass Dauerbelastungen durch Prozesse in Angst, durch Eingeschnürtsein, durch psychosomatische Vorgänge, zur Belastung für andere bis ins Unerträgliche führen können. Und dann kann man auch verstehen, was diese Leute in Bethsaida machen. Sie tragen den Blinden zu Jesus, damit ihm Hilfe wird, aber auch damit ihnen selber Hilfe wird, damit sie entlastet werden, damit sie ihn als Pflegefall endgültig loswerden. Und dann müssen wir uns lediglich vorstellen, dass diese Wechselgefühle der Ambivalenz, ich möchte dir helfen, aber ich kann dir nicht helfen, ich weiß doch auch nicht weiter, mir wird zu viel.
dem Blinden längst bekannt geworden sind. Er ist ein dauernder Störfall. Er liegt den anderen auf der Seele. Er drückt ihr Dasein nieder, das weiß er. Aber er kann es nicht ändern, will es auch nicht ändern. Wenn es so weit wäre, Entschuldigung, müssten wir nur noch einen Gedanken im Vorfeld haben. Wenn solche Zustände, Seelenumdüsterung, Einzug halten ins Erleben eines Menschen, hat das eine Vorgeschichte. Und die Ambivalenz in der Beziehung zwischen den Leuten, den Bethsaida und den Blinden, könnten wir uns zurückverfolgt denken als Vorgeschichte der Blindheit sogar selber. Eine Widersprüchlichkeit, die dahin führt, dass man, sagen wir durch Überfürsorge oder in der Widersprüchlichkeit der Begegnung, jemanden blind macht. Wie kann das sein, werden Sie fragen. Ich erzähle das mit jemandem, der weiß, wovon er gesprochen hat. Einer der bedeutendsten französischen Philosophen und Autoren, Pflichtlektüre in den 50ern, schon in meinen Schultagen, Kindertagen, war Jean-Paul Sartre. Jemand, der die Existenzphilosophie in der Interpretation von Hegel, Heidegger ins Französische brachte. Das waren die 40er Jahre, das Sein und das Nichts, L'être et le néant. Und dann später, in den 50er Jahren, den Existenzialismus mit dem Marxismus verbinden wollte. Die Dialektik, die Kritik der dialektischen Vernunft, sein zweites großes Hauptwerk. Müssen wir nicht philosophisch weiter diskutieren, aber was er beschreiben will, ein großes Kapitel in seinem ersten Hauptwerk zum Existenzialismus lautet der Blick. Es geht um das Optische. Es geht um die Teilerblindung im Zusammenleben. Und das beschreibt er aus eigener, bitterer Erfahrung. Wie kann Fürsorge dahin führen, dass ein Mensch nicht mehr sehen kann und will? Sartre erzählt das in Le Mot, seine Biografie. Dafür sollte er sogar den Nobelpreis kriegen. Für Literatur hat er das abgelehnt. Man kann sagen, er war zu stolz dafür. Er hat einfach abgelehnt, dass die bürgerliche Welt, die Selbstbedienungsladen in Stockholm, erklärt, er sei ein großer Künstler, ein großer Dichter, ein ehrlicher, authentischer Persönlichkeit. Haben die denn, wäre Sartres Kritik gewesen, überhaupt das Einsichtsvermögen? Von wem werden sie beeinflusst, politisch mal dies zu bevorzugen und mal das? Sind das die Instanzen, die über Menschen urteilen dürfen? Ein Dauerproblem bei Sartre. Jetzt geht es um den Blick, den andere auf unsere Existenz lenken. In diesem Falle lobend, anerkennt. Aber gleich um die Ecke kommt es anders. Und haben Sie überhaupt recht mit Ihren Urteilen? Kann es nicht ganz falsch sein? Ist es nicht das einzig kompetent wäre ich selber, wie man mich beurteilt? Der Blick des anderen selber ist für Sartre bereits gefährlich und er schildert das lang und breit. Es geht um Sein und Nichts. Und der Blick des anderen ist für Sartre das Thema, die Bühne, auf der er stattfindet. Wie sieht der eine den anderen? Das hat er jetzt von Hegel, Phänomenologie des Geistes, einer der frühen Hauptwerke Hegels. Es ist ein Kampf. Wer macht wem mit seinem Blick zum Objekt? Wer legt mit seiner Art der Wertung dem anderen Qualifikationen auf, die meine eigenen sind, aber nie die des anderen werden können? Und wer setzt seine Schablone zu werten gegen den Widerstand des anderen durch? Zwei Menschen blicken einander an und sie sind im Kampf, wer richtig sieht, wer das Machtmonopol hat zur Beurteilung. Sie sehen, das ist das ganze bürgerliche Dasein von früh bis spät. Das ist jeder Gerichtssaal, das ist jede Zeitung. So ist es nur. Und Sartre greift das auf ein Grundproblem. Angeschaut werden. Anschauen. Wer buchstäblich setzt sein Weltbild durch gegen das Weltbild des anderen? Wer setzt sich als Subjekt gegen den anderen als sein Erkenntnisobjekt durch mit seinen Wertungen? Ein Machtkampf. Bis zum Wahnsinnigen, bis zum Paranoischen. Gibt es Liebe, die davon erlösen könnte? Das ist die Frage nach der Heilung.
Für Sartre wird das abgelehnt. Es gibt eigentlich nur Liebe als eine Illusion, kurzzeitig im Übergang von Sadismus, ich setze mich durch, und Masochismus, ich erkläre mich zum Opfer. Das sind die beiden Eckpole der Beziehung. Und dazwischen changiert übergangsmäßig die Gutgläubigkeit. Ein klarsichtiger Philosoph, Jean-Paul Sartre, räumt damit auf. Jetzt hat man gar keine Aussicht mehr, oder doch? Bei Sartre kommt dabei herum, es gibt keine Hilfe, schon gar nicht von außen, es gibt auch kein Vertrauen, man muss sich selber erschaffen. Das Bewusstsein muss sich selber als absolutes Richtmaß für sich selber setzen. So sind wir denn eine unendliche Begierde. Wir müssen Gottmenschlichkeit erreichen. Keine Kontingenz mehr haben, keine Schwachpunkte mehr haben, nicht mehr kritisierbar sein. Wir werden so dicht wie ein Stein, aber mit Bewusstsein. Dann kann man uns nehmen, aber uns nichts mehr antun. Dann gibt es seelisch eigentlich kein Angerührtwerden mehr, aber man hat den anderen im Griff womöglich. Eine unmenschliche Philosophie. Sie werden sich schwer vorstellen können, dass das eine Pflichtlektüre in den 50er Jahren war. Man hat damals das Kriegserlebnis so dicht in der Seele gespürt, dass man dachte, er hat recht. Leben ist Kampf. Kampf ums Dasein. Eine Blindheit mit Tunnelblick. Man hat das akzeptiert. Die Dramen, die er aufführte, wurden gespielt auf allen Bühnen. Meine erste Fahrt als Schüler war ins Ruhrgebiet, Ruhrfestspiele, Sartre. Die schmutzigen Hände. Ich habe es damals nicht verstanden, aber es war spannend. So ist mein Denken groß geworden, im Widerspruch gegen diese Art denken zu sollen. Und mein Trost war das Neue Testament. Es müsste anders gehen. Warum denkt Sartre so? Der Krieg kann eine Rolle spielen. Die unglaubliche, monströse Bereitschaft von Menschen zum Morden. Und die Lüge, das ist Frieden, das ist Menschlichkeit, das ist Verantwortung. Ich werde das Thema nicht los, weil es sich unglaublich durchsetzt in jeder Zeitung, jeder Nachricht, jeder Publizistik, als politischer Grundkonsens vorangetrieben wird. Frieden ist kämpfen können. Frieden kommt auf dem Friedhof, vorher nie. Wir müssen als die Guten überleben. Ich höre auf damit, Sie wissen, wie das weitergeht. Sartre hat ein ganz persönliches Problem, so zu denken. Und es hat auch zu tun mit Fürsorge. Er ist geboren mit einem Sehfehler, das heißt, er schielt. Und das ist ein Riesenproblem. Alle, die das erlebt haben, Silberblick, wissen, wie man auf jedem Schulhof darauf reagieren wird. Mit Spott und Hohn, mit Nachahmung, mit Abstrafung. Es genügt, dass man eine Brille braucht mit 2 Dioptrien. Und man wird als Brillenschlange verhöhnt werden. Kann man auf die Bühne gehen als Sängerin? Ich glaube, die erste, die das geschafft hat, war Nana Mouskouri. Das war der erste Plattenverlag, der eine Frau, eine Sängerin abbildete mit Brille. Sonst war das gegen jede mögliche Reklame. Aber sie war beliebt mit ihren Sängern. Weiße Rosen in Athen kennt heute noch jeder. Durch die Brille ging das. Ihr Mund war schöner als alles, was man sehen konnte. Und der Spott hörte auf. Geht also, wenn man Fähigkeiten hat, irgendwie doch denn vorbei an der Ablehnung, Anlehnung und Ansehen zu gewinnen. Sartre erlebt das auf seine Weise. Er sitzt mit seiner Mutter im Jardin de Luxembourg als Brillenschlange, als Schielender. Und kein Junge will mit ihm spielen. Und Sartres Mutter fragt ihn, soll ich die Mamas bitten, dass sie den Kindern sagen, sie sollten mit ihr spielen? Das ist fürsorglich gemeint. Aber sie begreifen jetzt, was ich eben die Ambivalenz des Blindwerdens nannte. Sartre versinkt vor Scham in die Erde. Dass man betteln muss um das Recht, als Kind mit anderen Kindern zu spielen. Kann man diese Welt noch sehen wollen, indem man sich so unansehnlich fühlt, dass einen keiner sehen will? Es geht um Leben und Tod, Sein und Nichtsein. L'être et le néant. Die ganze Existenzphilosophie im Negativen. Wie könnte man ein solches Leben umwandeln?
Mit Sartre ging das übrigens so weiter. Ein Autor im Französischen, auch dann ins Deutsche übersetzt, sehr lesenswert, Eugène Ionesco, einer der Hauptautoren für das absurde Drama. Er hat in seinem Journal Amiette, in dem stückweisen Erzählen seines Tagebuchs, auch über Sartre geschrieben. Ein Mann von höchster literarischer Würdigung, also nicht irgendwer, irgendein Kauz auf dem Jardin im luxemburgischen Spielplatz, ein wirklich ernstzunehmender Autor, hält es nötig, von einem Philosophen zu sprechen, der gar kein Philosoph sein kann in seiner Hässlichkeit. Eugène Ionesco. Das Urteil über Jean-Paul Sartre. Wie kann man damit umgehen? Das quält in der Seele. Das zerreißt. Das macht aus dem Leiden der Augen durch Unansehnlichkeit den Willen gar nicht mehr zu sehen. Wie kann man sowas heilen? Übrigens, Sie erleben das kleinformatig selber. Und wir haben es aus der Tierpsychologie. Zwei Wölfe kommen aufeinander und sie werden ein Augenmessen durchführen, um die Ranghöhe festzulegen. Wer ist stärker, wer ist schwächer? Sie selber werden geprüft an der Uni, sollen also jetzt vorstellig werden beim mündlichen Examen, sitzen da und warten voller Angst. Endlich öffnet sich die Tür des Hohen Herrn, des Dozenten, des Professors und sie sollen durchgefragt werden. Ihr Blick wird ganz entsprechend sein. Sie schauen ihm nicht in die Augen, sie schauen auf den Boden. Sie sind schüchtern. Ihr Speichelfluss versiegt, Ihr Mund ist völlig trocken. Sie haben Mühe, überhaupt zu sprechen. Aber Sie werden gesehen von dem anderen. Wenn das ein netter Mensch ist, wird er auf Ihre Angst antworten und sagen, von mir müssen Sie keine Angst haben. Sie haben eine so schöne Arbeit abgeliefert. Das Mündliche kriegen wir auch hin. Bitte nehmen Sie Platz, wir machen das jetzt mal. Aber nein, vielleicht haben Sie einen Professor vor sich, der seine Macht gutiert. Da ist endlich ein Student, eine Studentin. Die kriegen wir her, diese Nichtskönner, diese Schläfer, diese Wegläufer, diese Faulenzer. Den zeigen wir mal, wie man ordentlich lernt und Professor wird. Tja, dann geht es so weiter mit der Blinden. Mag sein, Sie werden das ganze Fach nicht mehr mögen. Sie haben den falschen Beruf gewählt. Sie hören auf, noch an sich zu glauben. Es war überhaupt falsch, studiert zu haben. Vielleicht werden Sie lieber Klempner, Anstreicher, irgendwas. Aber doch nicht in diesem Fach Lehrer für irgendwas werden. Sie können es nicht mehr sehen und wollen es nicht mehr sehen. Ich glaube, ich habe genug gesagt zum Thema Blindheit. Die Frage ist, wie man es löst. Und jetzt gehen wir den Weg mit Jesus nach, indem hier die Novelle erzählt, wie es gemacht werden kann und gemacht werden sollte. Und ich beschrieb schon jedes Detail. Müssen wir jetzt nachgehen, jedem Detail nachgehen, indem wir es verstehen und handhaben in seiner Bedeutsamkeit. Tatsächlich, Jesus berührt den Blinden und nimmt seine Hand. Das könnten wir jetzt tatsächlich freier übersetzen, wie es bei Ihnen stehen wird. Er nimmt ihn bei der Hand, den Blinden. Bei der Hand ist aber mehr, als er nimmt seine Hand, wie es wörtlich dasteht. Er nimmt seine Hand, ist ein Vertrauen der Gemeinsamkeit. Man reicht einander in der Verbundenheit das Organ, das so wunderbar ist, dass es in seiner Widersprüchlichkeit beides tun kann. Unsere Hand kann sich ballen zur Faust und reinschlagen und ist fürchterlich. Es kann aber auch so sensibel sein, dass es zu streicheln vermag. Die Angst, wie wir die Hand des anderen nehmen, ist der Ausdruck der gesamten Beziehung. Manche Menschen sind so und es drückt sich völlig darin aus. Manche Männer lieben das, sie haben eine Pranke, mit der sie zudrücken. Manche Frauen würden dann sofort Aua sagen, wenigstens ein bisschen sich zu wehren. Sie spüren, ein solcher Typ würde mit seinem Zupacken erdrückend wirken können. Das ist noch niemals boshaft, der will lediglich zeigen, ich mag dich doch und wir halten zusammen und wir sind doch feste Kerle. Unter Männern mag das manchmal funktionieren, aber mit Männern und Frauen ist es schon schwieriger. Die Art, wie man einander die Hand gibt, drückt die ganze Beziehung aus. Sie kann weich sein, zärtlich sein,
annehmend sein. In Corona-Tagen hatten wir noch kürzlich, manche Leute kommen und sagen, Sie sind der Einzige, dem ich die Hand geben darf. Das war verboten. Das war gefährlich, das war unverantwortlich. Das richtete sich gegen die Verantwortung eines Christen, nicht ansteckend zu sein. Es konnten an der Kirchtür Plakate stehen, Impfung ist Christenpflicht. Und dann gingen manche Leute aus der Kirche raus. Andere wussten, wenn wir uns so weit abschnüren, dass wir einander nicht einmal mehr die Hand geben können. Unsere Großmutter, die im Sterben liegt, unter Corona-Abschottung nicht mehr besuchen dürfen, stirbt sie in so trauriger Weise, dass wir ihr helfen müssen. Und dann ist die Hand, die wir geben, besser als jede Medizin, behaupte ich. Auch für das Immunsystem natürlich äußerst wirksam. Ich will nicht gegen BioNTech irgendetwas gesagt haben, nicht gegen den Fortschritt medizinischer Kenntnis, aber gegen die Leichtigkeit, mit der wir sagen, nur unsere Medikamente werden helfen. Wir sind verantwortlich, wir haben die Wissenschaft. Wir wissen vieles gar nicht. Und schon gar nicht, wie man eine angstbedingte Blindheit, Eingeschnürtheit, Unansehnlichkeit, Aussichtslosigkeit anders behandeln könnte als mit den eigenen Händen. Das ist ein wunderschönes deutsches Wort mal wieder. Wir medizinieren nicht herum, wie es in anderen Sprachen heißen könnte, sondern wir behandeln. Wir nehmen den anderen bei der Hand. Wenn wir das wirklich tun, als Ärzte, wir behandeln, müssten unsere Hände so sensibel sein, so zärtlich sein, so vornehm sein, so unbedrohlich werden, so schützend und so bergend sein, dass der andere sich darin beginnt, mit seiner Seele angerührt zu fühlen, berührt zu fühlen und jetzt im Sinn der Übersetzung, die Sie vorliegen haben, weitergeführt zu werden. Es ist nicht nur die Geste der Bekanntmachung, nicht nur der Begrüßung, sondern die Einladung zum Mitgehen. Sie geben dem anderen die Hand. Und das soll sagen, du gibst dich mit Vertrauen in meine Welt hinein. Ja, und jetzt lerne ich was ganz Merkwürdiges. Beim kleinen Prinzen bei Exupéry steht das so. Der Fuchs sagt das dem kleinen Prinzen, dem Kind, das wir auch sein könnten. Du bist für das verantwortlich, was du gezähmt hast. Wir geben dem anderen die Hand im Vertrauen. Er greift mich nicht an. Er macht seine Hand nicht zur Ersatzwaffe. Er hat doch kein Stilett in der Hand. Er ist völlig schutzlos. Mit der Hand, die sich für mich öffnet, damit ich meine Hand in seine lege. Heißt, er nimmt ihn bei der Hand. Er fängt an, ihn zu behandeln, ihn aufzunehmen in seine Welt. Und kaum ist das geschehen, tragen wir Verantwortung für das Vertrauen, das wir gerade ermöglichen. Einem Blinden. Er sieht nicht, er weiß nicht, worauf er sich da einlässt. Aber derjenige, der ihm die Hand gerade gibt, kann ja sehen. Müsste in gewissem Sinne auch weiter wissen, wie es jetzt gehen soll, wohin er ihn führen könnte. Und das wird jetzt das erste Entscheidende. Sie mögen denken, warum haben wir so viel nachgesonnen, was Blindheit alles sein kann, wie die Leute, die doch ihn zu ihm tragen, mit ihm umgegangen sind, im Vorlauf seiner Erkrankung. Jetzt begreifen Sie es. Ist übrigens ein wichtiger Hinweis immer wieder, wenn Sie von einem Ansatzpunkt her die richtige Einstiegsfrage aufgegriffen haben, suchend, wie wir es eben probiert haben, was kommt alles an Lösungsmöglichkeiten in Frage? Wir ermitteln wie Kriminalbeamte in alle Richtungen. Kommen Sie plötzlich auf Indizien, die Ihnen helfen, einen Weg im Verlauf der Geschichte immer wieder sich bestätigt zu finden, und dann wissen Sie, Sie sind bei der Interpretation auf dem richtigen Weg. Jesus nimmt den Blinden bei der Hand, gibt ihm die Hand, greift nach seiner Hand mit dem Versprechen, ich werde jetzt mit meinen Augen dir helfen. Als Ersatz für deine Augen, die sich geschlossen haben. Ich sehe stellvertretend eine Weile lang für dich. Ich übernehme für dich in deiner Hilflosigkeit die Verantwortung, wie es weitergeht. Ich bin nicht ein Blinder, der Blinde führen will. Auch ein Wort Jesu mal.
sondern ich nehme die Verantwortung mit meinen Augen für dich wahr, indem ich dir Wahrheiten zeige, die deine Blindheit lösen könnten. Dein Vertrauen ist meine Verpflichtung, meine Verantwortung. Der Fuchs beim kleinen Prinzen. Das ist eine Menge. Sie werden jetzt sagen, die Leute in Bethsaida sind froh, dass sie ihn los sind, aber was macht jetzt Jesus? Was machen Sie? Als jemand, der mit Jesus irgendwas so anfangen will, dass sein Vertrauen zu Gott heilend wirken könnte. Jetzt sind Sie dabei und sollen wissen, wie es weitergeht, und Sie wissen es selber auch nicht. Außer, dass Sie an dieser Stelle eines schon, das Allerwichtigste, gelernt haben. Sie müssen nicht wissen, nicht medizinisch voraus einen Fahrplan haben, wie es jetzt gehen soll. Aber Sie wissen, dass Sie nur durch die Berührung, nur durch die Menschlichkeit, die persönliche Nähe, durch die Vertrauensbildung in die Düsternis der Seele des anderen aufhellend, lichtgebend hineinwirken können. Und das Erste, was geschieht, spricht jetzt für sich selber. Das wird im Text zweimal betont sogar. Er führt ihn hinaus, heißt es da. Das ist ein zusammengesetztes Verb. Hinausführen, auch im Deutschen wie im Griechischen. Aber dann steht das nochmal da. Heraus aus dem Ort. Warum wird das so stark betont? Er führt ihn heraus. Heraus aus dem Ort. Heraus, heraus. Ganz offensichtlich ist der Beginn der Heilung darin gelegen, dass Jesus diesen Mann nimmt und herausholt aus dem Kordon, der bei allem guten Willen am Ende ihn blind gemacht hat. So wie im Jardin de Luxembourg Jean-Paul Sartres Mutter: Soll ich bitten, dass die Kinder mit dir spielen? Das verstärkt die Blindheit, man kann überhaupt nichts mehr sehen. Es macht alles nur schlimmer. Es ist fürsorglich gemeint, aber es ist mit der Grund dafür, dass man sich selber nicht mehr sehen kann, nicht mehr glauben kann, ansehnlich zu sein, nur noch abgelehnt zu werden, keine Aussicht mehr zu haben in der Ansicht der anderen. Ein Kampf in der Philosophie, im Denken, als Autor gegen den Rest der Welt. Das Erste, was Jesus hier tut, im Jardin de Luxembourg könnten wir es uns vorstellen, den kleinen Jean-Paul, wir nehmen ihn bei der Hand und bettelten nicht um Eingang in eine Welt, die ihn ablehnt. Wir führten ihn weg. Mag ja sein, er hat bis dahin gelernt, dass keiner mit ihm spielen will. Aber die Mutter spielt mit ihm, hat Geduld mit ihm. Auf jeden Fall führt sie ihn heraus aus der Sphäre der Ablehnung. Nun könnten wir gucken, wie das weitergeht. Die Lösung kann nicht darin liegen, dass wir betteln gehen, in der Kita der Leiterin sagen, du musst besonders aufpassen, das ist mein Junge, hilf ihm. Du musst dazwischen gehen, zwingen die anderen Kinder mit ihm zu spielen. So wird es nicht gehen. Aber es müssten Erlaubnisräume entstehen, die so etwas wie Angenommensein vermitteln. Ich weiß, dass mit deinen Augen du Schwierigkeiten hast, aber das macht dich doch nicht liebensunwert, im Gegenteil. Ich weiß doch, wer du bist. Du hast schon mit 4 Jahren, 5 Jahren viel gelernt, wie man leiden kann, und du wirst nicht bösartig werden, wenn du weißt, wie es Menschen geht, die man quält. Du wirst das nicht tun. Nicht mit dem Kätzchen, das wir haben, nicht mit dem Hund, der dich bewacht, nicht mit dem Vöglein, das auf der Stange sitzt. Du wirst kein Lebewesen quälen. Du siehst sie ja nicht einmal, du wirst sie nie als Objekte finden. Das Ausblenden der quälenden Welt ist die Kehrseite einer Barmherzigkeit, mit der du so traurig geworden bist, dass du gar nichts mehr sehen willst. Aber deshalb bist du doch nicht liebensunwert. Ich habe dich weiter lieb, in gewissem Sinne sogar noch viel mehr. Ich schenke dir meine Augen und bin bei dir. Das ist das Erste, was Jesus hier sagt. Aber mein Freund, wir bringen hinter uns die Welt, in der du immer so angesehen wirst, dass du sie nicht mehr sehen willst. Mit der hören wir jetzt auf. Da gehen wir einfach weg. Die existiert nicht mehr für uns. Anfangen, die Blindheit aufzulösen, ist das Ende des Gefühls, alle sehen mich kritisch, feindlich, verurteilend, verächtlich, höhnisch an, glotzen mich an mit großen Augen. Übrigens auch, das ist ja eine Form, in der man nicht gerade blind wird, aber die Augen, statt sich zu schließen, vergrößern sich. Sie werden wie die Lupe.
Eine Größe, die die Angst uns aufzwingt, um den anderen Angst zu machen. Wir glotzen ihn an, so starr und groß, dass sich seine Augen schließen sollen. Aus dieser Welt gehen wir einfach weg. Mein Freund, du wolltest sie nicht sehen und ich sorge dafür, dass du sie nicht mehr so zu sehen kriegst. Wir gehen einfach raus. Für uns beide hat die Welt jetzt ein Ende. Und wohlgemerkt, das machen wir beide. Das kannst du nicht alleine. Du kannst nicht blind in die Welt hineinstolpern. Aber ich führe dich dabei. Wir lassen die Sphäre, die dich blind gemacht hat, einfach hinter uns. Die Angst vor den anderen. Das Minderwertigkeitsgefühl für dich selber. Die Dauerverurteilung, die sich in deine eigene Seele wie ein permanenter Automat hineingebissen und gefressen hat. Wir lassen das alles hinter uns. Es existiert nicht mehr. Nicht an meiner Seite, nicht in meiner Hand, nicht bei meiner Behandlung. Wir sind Verbündete, weißt du? Wir halten so zusammen, dass es gilt. So gehen sie aus Bethsaida hinaus, der ganze Umraum, begründete Angst bis zur Aussichtslosigkeit, tritt langsam zurück, mit jedem Schritt weiter. Verliert sich am Horizont, könnten wir denken. Und dann passiert das Erstaunliche. Wenn Sie das hören, wenn Sie sagen, wie manche Kritiker, sogar Exegeten, historisch kritische Exegeten, da zeigt sich ja, wovon Markus redet, das ist primitive Magie, das hat überhaupt keine Ahnung von Psychologie, das ist nur historisch zu verstehen. Er spuckt ihm auf die Augen, steht da wirklich. Muss ich das noch erwähnen? Ich sagte eben, die Symptomatik müssten wir übersetzen in eine Symbolsprache, die wir als solche verstünden, indem wir darauf eingehen. Spuckt ihm auf die Augen, ist für rationale Exegeten, klar denkende Leute natürlich Unsinn. Wie kann man sowas machen? Und sie selber auch. Sie gehen zum Ophthalmologen, zu ihrem Augenarzt. Und wenn sie erleben wollten, dass er so sie behandeln wird, sie würden den Kerl anzeigen bei der Krankenkasse. Der ist sofort fällig, dass er seinen Beruf entzogen bekommt. Das ist unseriös, das ist fantastisch. Nicht nur esoterisch, es ist Scharlatanerie. Weg mit einem solchen Arzt, der wird verurteilt, angeklagt, in die Zeitung gesetzt. Unerhört, Arzt hier handelt mit Spucken. Ja, da muss doch die Welt empört aufstehen. Außer wir nehmen, was hier erzählt wird, als ein altes Wissen, das wirksam ist. Speichel kann heilen. Manchmal wissen Sie das selber. Sie haben eine kleine Verletzung beim Karottenschälen, nicht ganz aufgepasst, sich geschnitten. Und das Einfachste ist, Sie nehmen die Stelle in den Mund, dann wird der Speichel ein Stückel dafür sorgen, dass das schneller heilt als mit dem Pflaster. Könnte sein. Unser Speichel ist in gewissem Sinn ein Wundermittel und das muss ja auch sein. Sie gehen zum Zahnarzt. Jetzt erleben Sie, was Speichel machen kann. Die Wunde schließt sich, selbst wenn es ein Eckzahn war, in überraschender Schnelligkeit. Das ist eine so tiefe Verletzung. Am äußeren Körper kann das lange dauern, bis sich eine solche Wunde schließen würde. Die haben es zu tun mit dem Knochentiefraum sogar, bis zur Wurzel. Und die schließt sich in überraschender Schnelligkeit. Sie müssen in aller Regel nicht einmal Sorge tragen, dass es entzündlich würde. So wirkt ihr Speichel. Wundheilend. Blutstillend, Entzündungen verhindernd, fantastisch. Das wissen Sie selber, übrigens Ihre Haustiere auch. Sie müssen nur mal sehen, wie Ihr Kätzchen sich leckt, um Ihr Fell in Ordnung zu kriegen, wie es sich streichelt mit der Zunge. Mütter, behaupte ich, machen sowas Ähnliches. Ihr Kind hat gespielt, ist aber hingefallen beim Laufen, kommt weinend herein und was machen Sie jetzt? Die Mutter von Hillary Clinton hat erklärt, jetzt geh raus und hau die anderen. So kann man Politik machen, wenn man Außenministerin wird und beinahe Mrs. President in USA. Eine normale Mutter würde anders sagen. Das Kind weint und jetzt könnte es wirklich sein. Es sieht die Knieverletzung, nimmt ihre Hand, macht die feucht mit dem Speichel an der Zunge und streicht darüber. Und sagt dabei, es ist doch nicht so schlimm. Und genau das kann wirken. Mutter hilft mir, ich bin nicht allein, alles, was wir vorhin schon hatten. Aber es vermittelt sich jetzt symbolisch, fast magisch.
Mit einem Element, von dem wir gerade noch sogar medizinisch überzeugend haben sagen können, es ist tatsächlich wunschstillend, es ist nicht nur eingebildet. Aber die Wahrheit ist, es ist Feuchtigkeit und Wärme, die hier wirksam sind. Es ist eine Feuchtigkeit, die von der Mutter übergeht auf ihr eigenes Kind zur Beruhigung. Es stillt zumindest die Angst, es stillt die Schmerzempfindung. Alleine das geschieht durch diese Handlung. Spuckt ihm auf die Augen, müssten wir jetzt dementsprechend übersetzen. Die Feuchtigkeit, die eine Mutter vermittelt, kommt ja im Wesentlichen nicht aus dem Mundraum. Wir müssten noch ein Stück weitergehen. Wir alle sind geboren in der Flüssigkeit der Frau, die uns zur Welt gebracht hat, unserer Mutter. Das im Grunde ist das Beruhigende. Wieso kann ein Wärmebad, das Sie sich gönnen am Wochenende, so beruhigend wirken? Nun, weil es sie zurückversetzt in den Zustand totaler Geborgenheit im Schoße ihrer Mutter. Das Taufbad ist im Christentum so wesentlich, dass es als Sakrament sogar gegolten hat und gilt. Ich bin dabei zu schreiben, im Februar soll das rauskommen über das Grimmsche Märchen, das Wasser des Lebens, wir werden das noch hören. Auch das ist ein solches Bild für die Feuchtigkeit im Mutterschoß einer neu beginnenden Lebensweise in unserem Dasein, mit dem wir erneuert, geheilt, erlöst in die Welt der Angst zurückkehren, ohne dass sie uns verschlingt. Dann sind wir dabei, die Sache umzukehren. Wir haben aus der Krankheitssymptomatik geschlossen auf die Art, wie Jesus damit umgeht. Jetzt können wir den Rückschluss andersherum machen. Aus der Art, wie Jesus symbolisch antwortet auf die Symptomatik der Krankheit, können wir die Tiefe des Sinns der Krankheit verstehen. Psychosomatisch haben Krankheiten ihren Sinn. Sie wollen etwas, zum Beispiel Angstzonen einengen, ausblenden, vermeiden, hier in der Blindheit. Jetzt können wir sagen, die Krankheit des Blinden hat den Sinn, die ganze Welt als Angst nicht mehr wahrnehmen zu müssen, nicht mehr von ihr ängstigend angesehen zu werden. Und dann begriffen wir Blindheit als eine Möglichkeit, die noch viel mehr ist als nur Gehemmtheit, als nur Verdrängung. Wir müssten sagen, sie ist der Ausdruck einer totalen Regression. Sie besteht darin, das Leben inmitten dieser Welt rückgängig zu machen, zu regredieren in den Mutterschoß, in eine Geborgenheit, in der es gar keine Ängstigung mehr gibt, weil man sich völlig umgeben fühlt, im Dunkeln natürlich, man kann noch nicht sehen, als Kind vor der Geburt wohl aber schon hören, in einer Geborgenheit, die man existenziell erlebt, wenn es gut geht, als Ermutigung in dieses Leben noch sich zu getrauen, bei einem Ängstigenden als Schutzraum einer Geborgenheit, in die man sich in Ewigkeit zurücksehen wird. Dann spuckt Jesus den Blinden an, um zu sagen, in diesen Ort lade ich dich jetzt mal ein. Wir führen dich an eine Stelle, wo du absolut keine Angst mehr brauchst. Manchmal höre ich, dass Exegeten, Exegetinnen, muss man alles gendern, um jemanden zu beleidigen, darüber nachsinnen, wo denn im Neuen Testament von Frauen positiv die Rede ist. Eine Menge Stellen gäbe es, Paulus wird das abgesprochen, obwohl er mit Frauen wunderbar umgehen konnte. Man muss die Bibel nochmal richtig lesen. Eine Stelle, an der es möglich wäre, kommt man nicht, weil man nicht richtig interpretiert. Männer unter sich will man gar nicht hören. Hier sind nur Männer unter sich. Aber hätten wir das gedacht? Männer können handeln, wie Frauen handeln würden. Sie geben in der Symbolhandlung das wieder, was nötig ist an Mütterlichkeit, um Menschen vor der Daseinskrankheit der Angst inmitten dieser Welt zu heilen. Eine Geborgenheit von Schoßcharakter. Weiblicher kann es nicht werden. Übrigens zum Ruhm der Frauen muss ich das sagen. Es ist eine großartige Fähigkeit von Menschen, nicht nur den anderen weiterzureichen, dass ihnen geholfen wird. Menschen können Mitleid haben mit allem, was lebt. Schon wie ein Tier uns anschaut, das streunend auf der Straße umherläuft und in ihre Augen schaut, um zu wissen, wie sie es anschauen. Ist da Hilfsbereitschaft? Signalisiert sich da Mitgefühl? Mitleid womöglich? Ist eine offene Frage.
Zwei Augen, die einander anschauen. Und Mütterlichkeit ist eine der großen Möglichkeiten in unserer Seele als Menschen. Mitleid mit allem, was Hilfe braucht, so auszudehnen, dass es darauf antwortet. Ein hinkendes Tier. Eine Katze, die in eine Falle geraten ist, ein Hund, der angefahren wurde. Sie sind hilfsbereit. Mütterlich. Diese wunderbare Fähigkeit haben wir Menschen und sollten wir uns nicht wegreden lassen bei der Lektüre der Zeitung. Da müssen wir Soldaten werden, kämpfen. Ich lasse das. Sie wissen, wie es weitergeht. Wir bleiben bei Jesus. Das vermittelt er, indem er die Augen des Blinden anspuckt. Mütterliche Geborgenheit im Mutterschoß. Weggegangen aus einer Welt der Angst, hineingegangen in eine Welt, die dieser Mann noch nicht sehen kann, aber in der er sich wohlfühlen darf. Und dann legt ihm Jesus die Hände auf die Augen auf. Wirkliche Behandlung jetzt. Eine neue Vermittlung, geborgen sein. Das ist im Kopfbereich natürlich ganz zentral. Kaum ist etwas so bedrohlich zu verletzen wie den Kopf. Aber wir streicheln einander um den Kopf. Wir streicheln einander durch die Haare. Das ist bei jeder Liebesbegegnung eine ganz wichtige Annäherung. Einander in die Arme zu nehmen. Aber zu streicheln, das heißt, ich bin dein Schutz, ich meine dich ganz. Meine Hände sind das. Das vermittelt Jesus hier und an der Stelle, wo es am meisten nötig ist, an den Augen. Sie werden warm. Sie spüren Zärtlichkeit. Sie dürfen sich öffnen. Und manchmal können sie es, weil die Angst aufhört. Man darf die Welt, wenn sie sich so darbietet, vielleicht doch versuchen anzuschauen. Neu kennenzulernen, bessere Erfahrungen zu machen, im Umrahmen einer solchen Hand, in Gestalt einer solchen Behandlung, kann man den Mut bekommen, die Augen wieder zu öffnen. Und genau das geschieht. Und Jesus fragt, was siehst du? Zur Probe aufs Exempel, es hat ja gewirkt. Und die Antwort des Blinden ist wieder typisch für den Fortgang der Geschichte. Er nämlich sagt, ich sehe Menschen, denn wie Bäume umhergehende sehe ich, ganz wörtlich übersetzt. Und ich wünsche, dass das in Ihrer Übersetzung auch wörtlich so beibehalten wird. Eine ganz hilflose Sprache, eine Stottersprache, eine mühsam gerade erworbene Fähigkeit auszudrücken, was in diesem Zustand, wo jemand beginnt zu sehen, in die Sprache kaum zu übersetzen ist. Aber es gilt. Und es besagt alles über diesen Mann und gibt uns jetzt die Zuversicht, dass wir auf der richtigen Interpretationsfährte sind. Denn was meint der Mann wirklich? Er hat gelernt ein mütterliches Vertrauen. Die Regression wird akzeptiert, sie wird nicht abgewehrt. Es ist nicht wie manchen auch in psychotherapeutischen Behandlungsstunden, dass gesagt wird, jetzt hört das aber auf. Sie sind nicht ein ewiges Kind, jetzt werden Sie endlich erwachsen, jetzt nehmen Sie Vernunft an. Sie sind inzwischen 45 Jahre, Sie sind kein Baby mehr, jetzt hören Sie auf herumzujammern. Machen Sie endlich. Ich halte das nicht mehr aus. Immer regressiv, wie es früher war. Immer das Gejaule über die alten Traumata, die Sie erlitten haben. Da waren Sie 2 Jahre, 5 Jahre, weiß der Teufel wie alt. Jetzt sind Sie 45 und wir machen da weiter, wo Sie sind. Schluss ist. Und außerdem, die Krankenkasse bezahlt nicht mehr als 15 Stunden. Wir haben es eilig. Kann man machen. Dann ist vorbei mit der Mutterschoßgeborgenheit. Und Sie können sofort erleben, dass dem Kranken sich für alle Zeiten die Augen noch mehr verschließen. Wie eine Larve, die davor ist. Wie wenn sie in die Augen hineingestochen hätten. Man kann das so machen. Sollte man aber nicht. Jesus nimmt das Bedürfnis nach Regression so lang und so ernst auf, wie es nötig ist. Aber das Ergebnis ist ganz dementsprechend. Der Blinde beginnt zu sehen, er ist kein Blinder mehr, aber er sieht Menschen wie Bäume, umhergehende. Das Entscheidende ist, dass wir wieder das, was er sieht, als Symbol aufnehmen müssen, um es zu verstehen. Die Bäume sind in sich selber ein Symbol. Ich muss, um das zu erläutern, noch ein bisschen tiefer gehen. Und sagen, was wir Symbole nennen im Raum der Religionsgeschichte, quer durch die Mythen der Völker in der Überlieferung von mindestens der tradierten Tradition von Überlieferung von Geschichten, die über 30, 35.000 Jahre alt sind,
in Märchen und Mythen. Ich kann das deshalb sagen, weil in den verschiedenen Völkern völlig unabhängig voneinander immer wieder gleich ähnliche Geschichten erzählt werden. Märchen bei den Indianern, Märchen bei den Papua in Neuguinea, Märchen bei den Aborigines in Australien. Sie gleichen sich alle und gehen zurück auf einen Kern, der über Jahrzehntausende mit uns zu tun hat. Und die Bilder, die da verwandt werden, sind nicht einfach erfunden, sondern drängen sich auf und stammen eigentlich aus der Generation der Herkunft, aus der Tierreihe, 200 Millionen Jahre Säugetiergeschichte. Unsere Vorfahren, die Primaten, ich erwähnte eben noch, die Eichhörnchen, die Dupaiden, haben gelernt, auf die Bäume zu klettern. Wunderschön. Es ist unmöglich, ein Eichhörnchen nicht zu mögen in seiner Behendigkeit, aber auch kein Grundstück, denn durch die Linie sind wir als Menschen selber groß geworden. Die Primaten haben sich daraus gebildet. Baumbewohner, ehe sie dann in die Steppe kamen, auf zwei Beinen zu laufen lernten, unsere Vorfahren wurden. Das Entscheidende, auf dem langen Weg dahin, unsere eigenen Vorfahren haben Bäume mal als Schutzräume kennengelernt. Auf den Bäumen war die Nahrung, die sie brauchen. Eichhörnchen brauchen Haselnüsse. Okay, die kann man auch finden am Boden und die sind sie gerade im Herbst dabei aufzulesen. Irgendwo zu horten, damit sie darauf zurückgreifen könnten. Mit schlechtem Gedächtnis, egal. Bäume als Sicherung. Auch das ist ganz entscheidend. Schlangen zum Beispiel können angreifen auf dem Boden. Raubtiere können vierbeinig angreifen auf dem Boden. Selbst ihre Hauskatze weiß das. Ein Hund kann sie jagen. Furchtbar. Und der Hund kann schnell laufen, er ist ein Hetzjäger. Die Katze kann springen. Also wird sie fluchtartig senkrecht auf den Baum hochklettern. Es ist dann die Frage, wie sie da herunterkommt, ob sie so nett sind, mit der Leiter das arme Tier wieder auf die Erde zu kriegen. Aber sie ist dem Hund ausgewichen. Das kann er nicht. Er kann kläffen, bellen, wie er möchte. Auf Bäume klettern kann er nicht. Das kann die Katze. Und die Fluchtbewegung ist ins Senkrechte, nach oben. Das können Bäume. Immer wenn sie sehr wütend sind und wollen mit dem anderen nichts zu tun haben, sagen sie sich seelisch, es ist, um auf die Palme zu gehen, in die Vertikale. Daraus geworden ist tatsächlich eine Symbolik, die das Christentum sehr tief geprägt hat. Sie beten vor einem Kreuz, sie knien nieder. Das haben Verhaltensforscher dahin interpretiert, dass sie sich klammern eigentlich an einen Baum. Sie verkürzen das Bewegungsmotorium, die Arme und die Hände. Das ist, wie wenn sie unsichtbar einen Baum umklammern würden. Und jetzt müssten sie wie ihr Hauskätzchen schnell, schnell, schnell den Baum empor in die Sicherung der Zweige erobern. Das tun sie nicht, denn es verwandelt sich der Baum, mit dem sie beten, das Kreuzesholz in der Vertikalen, zum Schutzraum in sich selber. Als Bild für eine Hilfe, die ihnen mütterlich wird, in den Händen eines Gottes, den sie nicht sehen, aber sehen können im Symbol seiner Vermittlung in Gestalt eines Baumes. Und uns erklärt dieser Mann, ich sehe Menschen wie Bäume, umhergehende. Das Entscheidende ist, Menschen können umhergehen. Aber in Angst sehen sie sie als Verfolger. In der Paranoia sind sie gefährlich, mörderisch. Sie wollen was für sie, gegen sie, über sie hinwegstülpen. Und sie weichen aus, sie sind dauernd auf der Flucht. Wenn Menschen sich bewegen würden wie Bäume, nach allem Gesagten, wären sie mütterlich, unbedrohlich, würden ihnen nichts anhaben. Sie böten ihnen mit ihrer Existenz den Schutzraum, den sie benötigen, an jeder Stelle. Und das sieht hier der Blinde. Er wird sehend durch das Vertrauen, das ihm Jesus gerade ermöglicht hat. Und dann sieht er die Welt einmal so. Ein vernünftiger Therapeut wird jetzt sofort sagen, das ist irreal, das ist wieder regressiv. Jetzt hören Sie auf mit Ihren Wunschfantasien. Bitte schön, Menschen sind keine Bäume. Die Menschen können gefährlich sein. Verdammt nochmal, das weiß ich. Menschen können furchtbar sein. Sie müssen unterscheiden. Es gibt nicht nur böse Menschen, dass sie dabei blind würden, es gibt aber auch nicht nur gute Menschen, dass sie endlich sehen könnten und verwandeln alles in harmlose Bäume, in vegetative Bewegungsobjekte. Die Realität zwingt sie, unterscheiden zu können. Das heißt, sehen, werden sie erwachsen, bilden sie sich ein erfahrungsgestütztes eigenes Urteil. Unterscheiden sie.
Welche Menschen muss man fürchten, welche braucht man nicht zu fürchten? Welche verdienen Vertrauen, welche muss man misstrauen, damit man besser leben kann? So wäre die Verteidigung des Psychotherapeuten als Repräsentanten des Realitätsprinzips. Geht aber nicht. Würde Jesus mit dem Mann so hier reden, fiele er zurück in seine Erkrankung. Es hätte keinen Sinn. Er würde ihn zurückstoßen. Das gilt übrigens für alle Ideologen, ob Therapie, ob Medizin, ob Theologie. Auch da, jemand beginnt gerade Vertrauen zu haben. Wie oft habe ich das erlebt? Es ist ein kindliches Vertrauen. Eine Frau besucht das Grab ihrer Mutter. Sie ist einsam, sie ist traurig, sie weiß nicht weiter. Und sie hat nicht viel Geld. Sie darf das einfache Grab der Mutter, das Figürchen eines Engels gesetzt. Das kann man kriegen. Ich glaube, 3 Euro kann das kosten in Plastik. Ist vom Wind leicht verweht. Aber ist ein zärtliches Symbol. Sie, die Frau, ist kein Englein, aber sie möchte der verstorbenen Mutter irgendetwas vermitteln wie göttlichen Beistand. Das ist Kinderei, ist Alberei, das hilft überhaupt nicht. Kann man sagen. Aber dann verstoßen Sie die Frau, statt ihr zu helfen. Sie können ausdrücken, was sie gerade ausdrücken möchte. Wir sind wie Kinder, ewig in den Händen einer Macht, ob wir leben oder sterben. So wie deine, Jesus, uns bei der Hand nimmt. Das wollen wir jetzt mal glauben. Das fängt ganz kindlich an. Mit Plastikfigürchen, Teddybären, Püppchen, Spielzeug. Aber so formen sich Symbole. Und so wächst Vertrauen, nicht indem wir es abwehren, sondern ihm Zeit lassen, sich zu entwickeln. Und das ist jetzt das Wunderbare. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hand auf. Er wiederholt nichts weiter als die Bewegung, die Vertrauen schenkt. Keine Kritik. Der Mann sieht objektiv die Welt falsch, das stimmt. Angst verformt, das stimmt. Aber es bessert sich nur, indem der Angstfaktor verringert wird durch Erneuerung dessen, was Vertrauen schenkt. Nicht Kritik, nicht Vorwurf, das Realitätsprinzip, die Härte der Welt, man muss sich durchsetzen. Nein, muss man nicht. Man darf mehr Vertrauen lernen. Und dann sieht er weit alles richtig. Dann gibt es nur noch eine Aufforderung, die zu allem passt, wovon wir gerade reden. Jesus fordert den Mann auf, nach Hause zu gehen. Manchmal nach Vorträgen tue ich das selber und da dieser Vortrag bald zu Ende ist, leite ich damit auch schon ein. Sie sitzen zu Hause, aber das ist nicht genug. Ich möchte, dass Sie bei sich zu Hause ankommen. Und vielleicht kann diese Geschichte ein wenig dazu beigetragen haben. Dann wäre dieser Samstagvormittag nicht ganz umsonst, wie Sie begreifen. Sie hätten von sich selber, wie man mit Menschen umgeht, wie man die Botschaft Jesu liest, was Gott für uns tun kann, wenn wir gegen Angst Vertrauen lernen, wenn unsere Augen sich öffnen ins Weite und beginnen richtig zu sehen. Eine Unmenge lernen. Und eines noch, wie zum begleitenden Abschied, nur nicht ins Dorf gehst du. Soll heißen, du kümmerst dich ab sofort nicht mehr darum, was die anderen sagen werden. Du bist nicht das Schauprojekt zum Vorzeigen, hier ist ein Wunder entstanden. Wir holen nicht das ZDF heran, die Pressemedien, wir machen nicht ein Spektakel auf, um zu zeigen, dass ich, Jesus, ein Wundertäter bin, von dem man Propaganda machen muss. Das gehört doch in die Zeitung. Jetzt brauchen wir einen Verein, der gründet, dass solche Wunder immer wieder passieren. Wir müssen das in Serie geben, wir müssen Erfolg haben. Wir werden den Deibel tun. Das ganze Wunder besteht darin, dass die Augen der anderen dich nicht mehr verletzen, dass du Augen für dich selber gefunden hast, dass du vielleicht zum ersten Mal weißt, wer du selber bist, dass du nicht mehr wie ein Echo nachreden musst, was die anderen dir zu dir gesagt haben. Die kannten deine Krankheit natürlich schon, als du kamst, was dir fehlen würde. Hast du eigentlich den Index des Lehrbuchs vorgelesen? Ich bin neurotisch, weil ich kann nicht sehen, weil ich habe Traumata, weil ich bin groß geworden, weil du wusstest alles über dich. Nur du kanntest dich selber nicht. Das rezitiert, was alle dir gesagt haben, die Objektiven, die Koryphäen, die Wissenschaftler. Aber du durftest nie dich selber sehen. Und das machen wir jetzt, für die Zukunft.
Du siehst dich mit deinen Augen, den eigenen. Und das ist, du gehst nicht durchs Dorf als Museumsstück, sondern als du selber geradwegs zu dir nach Hause. Gibt es einen besseren Wunsch, den man äußern könnte am Ende einer solchen Vorlesung? Ich danke Ihnen für die Geduld beim Zuhören, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, eine schöne kommende Woche. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder künftig in einer Woche für die vierte Wunderheilung. Ich verspreche Ihnen, alle diese Erzählungen, bei Markus vor allem, aber auch bei den anderen Evangelisten in der Apostelgeschichte, haben solche Züge. Wir lernen nicht allmächtig zu werden, aber durch Verstehen hilfreich. Wir lernen ein Stück von der Güte, die Jesus in diese Welt bringen wollte, im Vertrauen an einen Gott, der Ängste hinwegstreichelt, lindert und uns Augen schenkt für die Wahrheit, die auch in Menschen liegt. Dankeschön für heute. Bis zum nächsten Mal.